Hallöchen Leute und willkommen zurück bei einem neuen Video. Für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Paula und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Heute werde ich meine Make-up-Routine auftragen, ohne zu atmen. Naja, zumindest nicht ganz. Also ich werde auf jeden Fall pro Make-up-Schritt meine Luft anhalten und darf dann nur so lange schminken, bis ich wieder atmen muss. Dann muss ich nämlich aufhören. Kapisch? Die Idee habe ich von einem TikTok-Kommentar, das ich jetzt leider nicht mehr finden kann, was natürlich typisch ist. Aber Credits gehen raus an dich, wer auch immer das war. Ich habe das gerade alles so schnell wie möglich erklärt. Ich nehme noch ein paar große Atemzüge und ich würde sagen, wir legen los mit dem Video. Zum Glück starten wir mal mit etwas ein bisschen einfacherem, und zwar Primer. Da verwende ich den Marshmallow Primer von NYX Cosmetics und meine ganzen Make-up-Produkte sind komplett angesaut. Eigentlich müsste ich mal meine ganze Kollektion putzen, aber ratet mal, wer zu faul dazu ist. Ich. Okay, Leute. Eins, zwei, drei. Oh, ich bin angesaubert. Oh, ich habe schon gemerkt, das ist schon schwierig. Oh Gott, ich glaube, ich werde ganz schlecht darin sein. Ich kann nämlich echt nicht so lange die Luft anhalten, wenn Primer schon knapp war. Wie wird es dann gleich mit den anderen Produkten? Wir machen weiter mit Foundation. Da verwende ich die Too Faced Born This Way Foundation. Die war früher mal extrem viral. Habe ich schon ewig nicht mehr verwendet. Okay, warte. Darf ich das jetzt schon auf meine Hand auftragen oder ist das dann Schummeln? Das ist wahrscheinlich Schummeln, oder? Ihr würdet mir sagen, es ist Schummeln, deswegen mache ich das nicht. Go. Ich hasse diese Challenge. Oh, ich brauche mehr Sauerstoff. Ich muss nach jedem Schritt kurz Pause machen, um wieder ordentlich einzuatmen. Aber Foundation war eigentlich ganz okay. Die hat irgendwie nicht so viel Deckkraft heute oder vielleicht ist sie auch schon abgelaufen. Aber es hat auf jeden Fall mal funktioniert. Es ist Concealer-Time. Ganz ehrlich, ich bin gerade confident, dass ich den auch schaffe. Und zwar verwende ich den Maybelline Löscher Concealer. Den muss ich gleich dann nach oben drehen. Das mache ich jetzt auch nicht. Ganz ehrlich, in diesem Video werde ich kein einziges Mal schummeln. Ich glaube, das ist das erste Mal. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh nein. Was ist das? Hatte ich das Schwarze in den Augen? Nein. Wann ist das passiert? Ach, egal. Ich werde das jetzt gleich mit dem nächsten Schritt wieder wegmachen. Oder keine Ahnung. Ich muss sagen, wegen meiner Aufregung, glaube ich, und wegen meiner Hektik und so weiter, bin ich noch schlechter. Also ich kann gefühlt nur 10 Sekunden in der Luft anhalten. Aber wenn ich es nicht schnell mache, dann habe ich Angst, dass ich zu langsam bin. Und wenn ich es zu schnell mache, dann habe ich Angst, dass mir die Luft ausgeht. Also ich weiß nicht, was jetzt hier so die richtige Lösung wäre. Machen wir weiter mit Contour. Oh, voilà, falsche Seite. Contour, da verwende ich den NYX Wonder Stick. Ist es jetzt Schummeln, wenn ich dann mit dem Blender dann kurz das hier wegmache? Nein, das ist kein Schummeln. Das kann nicht Schummeln sein. Bereit? Go. Ganz ehrlich, das sieht nicht gerade schön aus. Ich habe das nicht so gut verblendet. Egal, wir können es mit dem Blush retten. Dafür verwende ich jetzt auch einfach den Wonder Stick Blush Edition von NYX. Ich habe noch immer ein paar schwarze Reste bei meinem Auge. Das heißt, die müssen auch noch weg. Das war easy, Leute. Ich glaube, ich werde schon besser. Sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Als nächstes ist Puder dran. Dafür verwende ich von Huda Beauty das Easy Bake. Und ich glaube, ich verwende einen Powder Puff. Ist es schlau, jetzt irgendwie was zu verwenden, was ich sonst nie verwende und nicht zu wissen, wie das dann wird? Nein, mache ich trotzdem? Ja, weil, keine Ahnung, irgendwie denke ich mir, vielleicht kann ich so schneller einarbeiten. Weil ich brauche sehr viel Puder, weil ich sehr ölig bin. Okay. Wusstet ihr, dass man manchmal, während man so zum Beispiel lange taucht oder halt lange die Luft anhalten muss, so davor Atemübungen machen kann und dann kann man länger die Luft anhalten? Zumindest habe ich das mal gehört. Deswegen jedes Mal, wenn ich irgendwie so tauche im Pool, mache ich so. Ich glaube irgendwie, um viel Sauerstoff in den Körper zu pumpen. Es könnte auch sein, dass ich gerade voll den Blödsinn rede. Wenn ja, tut es mir sehr leid. Jedenfalls.
Bam. Das war richtig gut. Ganz ehrlich, ich glaube, das hat wirklich geholfen gerade. Mir ist gerade die Luft überhaupt nicht ausgegangen. Also ist das Highlighter dran und das könnte der letzte relativ einfache Make-up-Schritt werden, weil danach kommen ganz schlimme. Und daran will ich gerade gar nicht denken, weil bis jetzt war es eigentlich voll okay, aber wir haben ja bis jetzt nur die leichten gemacht. Naja. Ich verwende wieder meinen geliebten Pat McGrath Bridgerton Highlighter. Ich trage mit meinem Finger auf, weil ich meinen Highlighter-Pinsel nicht finde. Dafür muss ich eigentlich nicht mal richtig Luft holen. Bam. Leute, es ist soweit. Die guten Zeiten sind vorbei. Wir machen jetzt meine Augenbrauen. Und normalerweise brauche ich für meine Augenbrauen schon länger. Ein paar Minuten zumindest. Kann ich ein paar Minuten die Luft anhalten? Nein, kann ich nicht. Definitiv nicht. Wahrscheinlich nicht mal eine Minute. Mehrere Produkte kriege ich sowieso nicht hin, deswegen verwende ich jetzt nur eins. Und zwar ein Tinted Brow Gel. Und zwar ist das der Brow Glue von NYX Cosmetics. Und werde mir jetzt damit versuchen, zumindest so ein bisschen so durch meine Augenbrauen zu kämmen und ein bisschen Farbe reinzubringen. Wie ihr sehen könnt, sind die ein bisschen borstig. Meine Augenbrauen sind irgendwie generell eine Katastrophe. Ich habe teilweise so einzelne lange Haare in meinen Augenbrauen. So, ich habe mir letztens eins ausgerissen und ich schwöre euch, es war so lang. Ich schwöre es, es war so lang. Wisst ihr was? Ich mache jetzt wieder meine Technik. Ich kann nicht mehr. Aber ich glaube... Nein, die sehen nicht gut aus. Hier, das ist... Schau mal, es könnte schlimmer sein. Es könnte echt schlimmer sein, aber sie sind nicht perfekt. Ich habe ganz ehrlich geglaubt, ich könnte sogar ein bisschen besser machen. Aber ich kann einfach meine Luft nicht so lang anhalten. So, mir wird dann richtig schwindelig schon. Ich habe Angst, dass ich sie zu lang anhalte und dann ohnmächtig werde oder so. Und das wäre wahrscheinlich nicht gut. Wisst ihr, was jetzt dran ist? Lidschatten. Es ist Lidschatten dran. Nein. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht bereit dafür. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss mich erstmal mental darauf vorbereiten länger. Ich habe mir diese Palette für heute ausgesucht. Und zwar ist das die Amreezy Palette von Anastasia Beverly Hills. Und ich liebe Glitzer. Deswegen, keine Ahnung. Ich habe die Glitzer gesehen und dachte mir, Glitzer. Und habe sie mir genommen. Jedenfalls sind die Farben auch nicht so einfach. Ich dachte mir ganz ehrlich, es ist eine Challenge. Ich muss mich challengen. Deswegen werde ich versuchen, einen coolen Look zu schminken. Nicht so ganz einfachen Farben. Ich könnte es auch einfach braun machen mit so ein bisschen Gold. Und das würde wahrscheinlich einfach gehen. Aber ich dachte mir vielleicht so lila-pink-artig, weil die Farben sind manchmal nicht so leicht zu verblenden. Ich hoffe, ihr seht das jetzt nicht euch schummeln an, aber ich gebe mir jetzt ein bisschen Lidschattenprimer drauf, damit ja, der Lidschatten besser hält. Ich tue es einfach währenddessen auch die Luft anhalten. Wieder meine Atemübungen. Ich war gerade so in meiner Zone. Ich habe gerade wirklich lang durchgehalten. Aber ich habe gespürt, wenn ich jetzt nicht geatmet hätte. Ich muss kurz einkriegen. Wie finden wir den Lidschatten? Ich muss ihn mir nochmal genauer anschauen. Es geht, oder? Ganz ehrlich. Für einen Atemzug. Ich bin stolz drauf. Ich finde ihn schön. Ich finde auch die Farben voll schön. Also, ich bin zufrieden. Mein schlimmster Albtraum wird jetzt aber wahr. Wir machen nämlich Eyeliner. Als ob Eyeliner nicht schon so schwer genug ist. Jetzt darf ich auch noch nicht atmen währenddessen. Super. Ich werde jetzt versuchen, richtig schönen Wing zu machen. Natürlich auf beiden Seiten. Ich habe Angst, dass ich mir jetzt zu viel vornehme und dann nur so auf einer Seite fertig werde und die andere dann einfach gar nichts ist und ich darf ja dann nicht nachkorrigieren und dann sieht der Look blöd aus. Aber ich will eigentlich, dass der Look am Ende schön aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Also wie mache ich das jetzt am besten? So, starte ich hier, mache so hier oder mache ich einen fertig und gehe dann rüber? Was ist besser? Ich glaube, ich mache es einfach so aus dem Bauchgefühl heraus. Wenn ich so gestartet habe, dann sehe ich eh, wie das Ganze so ist. Wieder ein paar Atemübungen. Ich kann nicht mehr. Nein, das sieht ja hässlich aus. Das sieht ja hässlich aus. Das sieht hässlich aus, Leute. Das sieht hässlich aus. Oh, der ist hässlich geworden. Nein. Ganz ehrlich, bei dem dachte ich noch, ich krieg's hin. Irgendwie da hat er da nicht mehr so gut gemalt. Und machen wir weiter mit Mascara. Das ist die Maybelline Lash Sensational. Ganz ehrlich, Mascara werde ich schon hinkriegen. Ich krieg das hin. Ich hab's echt nicht gut hingekriegt.
Ich war jetzt zu confident. Ich habe mich hier verschmiert. Das passiert mir sonst fast nie, weil ich bin Mascara-Profi, würde ich jetzt eigentlich einfach mal von mir behaupten. Und ich hatte da nicht genug Zeit. Also die Augenpartie ist wirklich, wirklich schwierig, muss ich sagen. Und ich glaube, je öfter ich das mache, desto weniger Luft kriege ich dann, weil mein Körper sich schon wundert, glaube ich, warum ich die ganze Zeit nicht atme. Wir machen jetzt aber gleich schwierig weiter und zwar klebe ich mir jetzt Lashes auf. Meine Lashes springen schon raus. Und ich habe überlegt, ich muss auch den Kleber ohne Luft auftragen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich starte jetzt und muss zuerst Kleber auftragen und aufkleben. Und eigentlich muss man auch so ein bisschen warten. Das heißt, ich habe mir da einiges vorgenommen. Ich weiß nicht, ob ich mir das gerade einbilde, aber ich habe auch schon das Gefühl, ich werde richtig verrückt gerade in der Birne, weil ich glaube, ich zu wenig Sauerstoff bekomme. Ich bin schon richtig verwirrt. Aber let's do it. Hier ist übrigens mein Spiegel. Also falls ich manchmal darüber schaue, dann wisst ihr Bescheid. Aber ich kann das nicht ohne Spiegel auch noch machen, Leute. Das geht einfach nicht. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Kleben die? Ich glaube, so halb, oder? Ich darf mich jetzt... Nein. Seht ihr das? Er löst sich. Er klebt nicht. Und ich hab's... Er klebt nicht. Ich kann jetzt eh nichts mehr ändern. Ich glaube, je mehr ich blinzel, desto weniger klebt er dann, weil dann geht er immer weiter nach oben. Er klebt nicht. Ich habe es nicht geschafft. Aber das war gerade... Ich habe schon gemerkt beim Kleber auftragen, das wird richtig knapp, weil da kam irgendwie so wenig Kleber auf die Wimper und das hat zu lange gedauert und das war gerade eine Katastrophe. So, als nächstes ist Liquid Lipstick dran. Habe ich mir von Huda Beauty die Farbe Muse ausgesucht. Ich glaube, das ist so ein lila, rosa... Mauve, keine Ahnung, ich bin schlecht im Farben beschreiben. Da bin ich jetzt gespannt. Das Gute ist, wenn ich die Luft anhalte, kann ich ja auch nicht reden. Und während dem Lippenstift auftragen, kann ich auch nicht reden. Das heißt, normalerweise beim Videosfilmen habe ich immer voll den Stress, so hallo und dann ist es voll schwierig. Aber diesmal kann ich mich voll und ganz darauf fokussieren. Aber ich weiß nicht genau, wie lange ich normalerweise dafür brauche. Und ich muss den Mund ein bisschen öffnen. Das heißt, wer unterstellt mir jetzt, dass ich schummel? Weil das würde ich nicht machen. 1, 2, 3. Es war okay, würde ich sagen. Lippenstift, naja, nicht perfekt. Okay, es ist okay. Es war okay und sieht okay aus. Soll ich mal ein Gloss drauf geben? Ich glaube schon, das ist aber wirklich super einfach. Und zwar... Und der letzte Schritt ist zum Glück auch super easy. Und zwar ist das Setting Spray verwendet 1 von 11. Eigentlich sollte man ja währenddessen sowieso nicht einatmen. Deswegen hält man ja eigentlich eh die Luft an, während man das drauf sprüht. Let's go. Und das ist der fertige Look. Wie findet ihr, habe ich die Challenge gemeistert? Macht das bitte am besten nicht zu Hause nach, okay? Ich würde mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal hier abonnieren möchtet. Da sehen wir uns nämlich nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis dann wünsche ich noch eine wunderschöne restliche Woche und bis dann. Tschüss.